Heute schauen wir uns mal den Benimar Mileo M282 genauer an. Ein Fahrzeug, das aus der teilintegrierten Gruppe stammt und eine Rundsitzgruppe im Heck hat. Wie die gesamte Mileo-Baureihe ist auch dieser Mileo auf dem Fiat Ducato-Chassis 3,5 Tonnen Light-Version gebaut und hat eine 140 PS Maschine mit Euro 6D mit 140 PS und einem Schaltgetriebe. Zu der 140 PS Variante gibt es dann die 180 PS Version und auch natürlich gegen einen gewissen Aufpreis ein Automatikgetriebe mit 9 Gängen. Wir haben jetzt diesen Mileo auf Winterreifen mit Stahlfelgen gestellt, weil es einfach zur Jahreszeit hier passt. Dann ist dieses Fahrzeug 6,99 Meter in der Gesamtlänge, 2,32 Meter breit und 2,89 Meter in der Höhe. Das Fahrzeug ist wie alle Mileos in der Außenhaut mit GFK gefertigt, wobei die Dämmung immer aus hochfestem Schaum besteht. Dieses Fahrzeug ist für 2 bis 4 Personen fahren und tatsächlich auch bis zu 5 Personen im Schlafbereich geeignet. Hier haben wir mal ein Muster, wie die Bodenbeschaffenheit, die Seitenwände und das Dach hergestellt werden. Und vor allem sieht man hier auch sehr gut die Stärken. Fangen wir am Unterboden einmal an. Wir haben hier eine Bodenplattenstärke von 64 mm. Dann sehen wir hier eine PU-Leiste, also es ist kein Holz in diesem Fahrzeug verbaut. Auch in den Seitenwänden wird PU-Leisten und hochfester Schaum verwendet. Dann kommen wir zum Dach. Das Dach hat eine Stärke von 55 mm, auch glasfaserverstärkter Kunststoff, wie auch der Unterboden aus GFK besteht. Die Seitenwände sind dann miteinander verklebt und zusätzlich noch über diese Aluminiumkaschierung ein Aluminiumdichtband abgedichtet, wobei dann über das gesamte Stück zwischen Dach und Seitenwand noch ein Aluminiumprofil verklebt wird. Somit erhält das Fahrzeug auch entsprechende Stabilität. Selbst wenn Sie einmal eine Tuschierung haben in der Seitenwand oder am Dach und es würde ein Loch entstehen, ist es nicht so wie bei früheren herkömmlichen Modellen, die eben Holz verbaut haben, dass irgendwie ein Schaden an der Rahmenkonstruktion entstehen kann oder gar das im Grunde genommen mit der Zeit eben vermodert durch den Wassereindrang, sondern hier haben wir wasserabweisendes Material, das eben auch kein Wasser aufnimmt. Die eigentliche Bodenplatte im Inneren besteht aus einer Multiplexplatte, wasserfest verleimt, und oben auf der Multiplexplatte befindet sich dann ein PVC-Belag. Gleich nach der Fahrertür befindet sich wie bei jedem Fiat Ducato der Einfüllstutzen für den Kraftstumpf und für das AdBlue. Danach sehen wir den Frischwassereinfüllstutzen, auch abschließbar. Im weiteren Verlauf kommen wir dann zur Klappe der WC-Kassettentoilette. Wobei das auch wieder die Thetford Kassettentoilette ist, die mit Rädern ausgestattet, damit ich es einfacher hinter mir her zur Entsorgungsstation ziehen kann. Nach der Hinterachse sehen wir den Abgaskamin des Truma Boilers, der mittels Gas betrieben wird und somit das warme Wasser erzeugt. Im Heckbereich haben wir dann noch eine Klappe, hinter der befindet sich dann das Gasflaschenfach, in welches eine Gasflasche mit 11 Kilo und eines mit 5 Kilo abgestellt werden kann. Und wiederum das schön anmutende Heck des Benimars, wobei wir oben mal beginnen. Da sehen wir ganz oben in dem Dachspoiler, in dem Übergang von Dach zur Rückwand, die eingelassene dritten Bremsleuchte, darunter die Rückfahrkamera. Dann folgt das Heckfenster. Für die Rundsitzgruppe eben schön, weil ich einfach ringsherum einen Ausblick habe. Und die rückwärtige Stauraumklappe. Die öffnen wir jetzt. Der Mileo 282 verfügt über 2 Laderaumklappen. Eine im Heckbereich über die Rückwand zugänglich und eine an der hinteren Seite der rechten Seitenwand. Und wenn man dann doch einmal reinblickt, könnte man auch sehr hohe Dinge beladen, indem man einfach dieses Zwischenbrett hier rausnimmt. Und da habe ich Platz für Golfbags zum Beispiel. Oder auch, wenn ich ein Fahrrad, den Lenker quer drehe, würde ich das Fahrrad hier auch unterbringen können. Außerdem gibt es in diesem Stauraum angebracht eine 230 Volt und eine 12 Volt Steckdose, sowie die Öffnung von der Heizung her, dass der Laderaum eben auch beheizt werden kann. Bei Mileo 282 wird auch wie bei den anderen Mileo Baureihen immer grundsätzlich ein Rahmenfenster mit verbaut, das eben die Wände komplett von innen und von außen umschließt. Es gibt eine Innen- und eine Außenkassette. Jedes Fenster ist mit einem Fliegenschutz- und Verdunklungsrollo ausgestattet. Nach der Hinterachse sehen wir über dieses Symbol den Ablasshahn des Abwassertanks. Im Mileo 282 ist auch wieder ein Absorberkühlschrank verbaut, der über 12 Volt, 230 Volt und Gas betrieben werden kann. Dieser Kühlschrank verfügt über eine automatische Umschalteinrichtung. Nach dem Kühlschrank sehen wir die Einspeisesteckdose für 230 Volt. Die Aufbautüre, die Fahrer- und Beifahrertüre sind wieder mit der Zentralverriegelung zueinander gekoppelt. Der Mileo 282 hat wiederum die Aufbautüre mit der Doppelverschließung, mit dem Abfalleimer in der Türe und dem Lichtausschnitt, welcher auch verdunkelt werden kann. Außerdem gibt es im Mileo 282 auch eine Fliegenschutztür. Direkt am Eingang befindet sich eine Klappe. Wenn man die öffnet, kommt man an die Zentralelektrik bei. Und da sehen wir jetzt die 12 Volt Absicherung, die 230 Volt Absicherungen und hier unten eben das Ladegerät angebracht. Man kommt überall übersichtlich und gut, ohne dass man irgendwie was zerlegen muss, schnell bei. Was ich auch sehr wichtig finde für den sicheren Einstieg oder Ausstieg aus dem Fahrzeug, ist dieser Haltegriff, der hier angebracht wurde. Der gibt dann schon sehr viel Sicherheit. Am Eingang direkt an der Küchenzeile montiert ist die Durchgangsbeleuchtung und die Beleuchtungsschaltung. An dem Hängeschrank über der Küchenzeile befindet sich das Bedienpanel. Hier befindet sich der Hauptschalter, damit ich überhaupt mal auf alle Systeme Strom geben kann. Dann gibt es hier die 12 Volt Schaltung. Damit schalte ich grundsätzlich mal die 12 Volt Kreisläufe in diesem Fahrzeug an. Dann haben wir hier Wasserpumpe, Außenbeleuchtung, wenn eine verbaut ist, was bei diesem Fahrzeug nicht der Fall ist. So, in dem unteren Bereich können wir einmal sehen, wie voll der Ladezustand der Aufbaubatterie ist. Oben der Ladezustand der Starterbatterie. Dann haben wir eben Ladezustand der Starterbatterie. Dann haben wir hier den Füllstand des Frischwassertanks und den Füllstand des Abwassertanks. Hier würden wir sehen, wenn eine Ladung über die Lichtmaschine anliegt. Genau, unter diesem Panel befindet sich die Steuerung von der Webasto Dieselheizung, denn dieses Fahrzeug hat eben eine Dieselheizung verbaut, um den Innenraum aufzuwärmen. An der B-Säule in Richtung zur Einstiegstür befindet sich 2 USB-Steckmöglichkeiten und eine 230 Volt Steckdose. So, wir sehen hier im Fahrerhaus, dass eben die Fahrer-Beifahrersitze drehbar sind, damit man sie in den Wohnraum schön integrieren kann. Dann haben wir hier einen schönen kleineren Tisch, um eben unkompliziert von Fahrer- und Beifahrersitz wieder in den Wohnraum zu gelangen. Den können wir auch in dem Moment vergrößern, wenn wir das möchten. Und das funktioniert so, dass es hier einen Auszug gibt. Und dann kann ich den Tisch aufklappen und habe somit auch für den Beifahrer gut zugänglich Platz am Tisch. Den Tisch an sich können wir auch absenken. Zum einen, wenn wir das darüber befindliche Bett nutzen möchten und eben das Bett elektrisch nach unten fahren. Über dem Fahrerhaus gibt es ein Panoramadachfenster, das man mittels Drehen öffnen kann. Und auch dieses Panoramafenster verfügt dann über einen Fliegenschutz und natürlich auch über ein Verdunklungssystem. Unterhalb des absenkbaren Hubbettes ist auch noch ein Hängeschrank mit angebracht, der sich mit dem Hubbett absenken lässt. Was ich persönlich schön finde, ist, dass er auch noch toll beleuchtet ist, integrierte Beleuchtung, die auch in den Hängeschrank reinleuchtet. So, dann senken wir mal das Hubbett ab. Wir haben hier eine Liegefläche von 1,90 Meter mal 75 cm. Es ist mit Lattenrost und Ausfallschutzsicherungen ausgestattet und kann durchaus von einem mittelgroßen Kind kann es beschlafen werden. Das Gewicht ist für maximal 150 Kilo Belastung ausgelegt. Auf der rückwärtigen Seite gibt es eine Leseleuchte, eben auch genügend Luft durch dieses Panoramafenster über dem Fahrerhaus. Und man ist direkt am Eingang, wobei man sich noch sehr gut unter diesem Bett, wenn es abgesenkt ist, zum Ausgang durcharbeiten kann. Unter der Zweiersitzbank befindet sich dann der Wassertank. Über der Küchenzeile haben wir ja schon mal festgestellt, dass befindet sich ein Hängeschrank mit zwei Klappen. Unter dem Hängeschrank ist eine Dunstabzugshaube, die tatsächlich den Wasserdampf nach außen transportiert. Es ist ein Abteilungsbrett mit Ausfallschutz beinhaltet und eben für etwas größere Gegenstände auch ein gutes Stauraumfach vorhanden. An der Wand zum Kühlschrank hin befindet sich eine praktische Hakenleiste, an welche man diverse Gegenstände abhängen kann. Kommen wir zum Gaskochfeld, ist wiederum mit einer Glasplatte abgedeckt. Dann sehen wir hier einen 3-Flammen-Herd. Daneben ist das Spülbecken angebracht. Im Spülbecken gibt es ein Serviertablett, kann man auch gleichzeitig als Schneidebrett verwenden. Ist ein Edelstahlspülbecken, ein Hebelmischer, warm und kalt. An der Küchenzeile befindet sich auch eine Steckdosenleiste mit 1x12 Volt und 230 Volt Anschluss. Die Schubladen sind wiederum mit einem Push-Lock-Verschluss gesichert. In der oberen Schublade befindet sich ein Besteckfach. Und unten kann man etwas größere Gegenstände wie Töpfe oder dergleichen unterbringen. Auch mit Soft-Close-Technik versehen. Und unter dem Herd als solches gibt es dann noch ein größeres Stauraumfach, in welches man eventuell auch einen Gasbackofen unterbringen könnte. Über dem Absorberkühlschrank gibt es nochmal ein Staufach. Auch hier wäre es denkbar, dass man eventuell eine Mikrowelle oder sowas dergleichen unterbringen könnte. Darunter befindet sich dann der 141 Liter Kühlschrank mit Frostfach und separaten Getränkefach. Nach dem Kühlschrank befindet sich ein großer Kleiderschrank und oberhalb des Kleiderschrankes ist dann das sogenannte TV-Fach angebracht, wobei wir in dem rückwärtigen Bereich eine Doppel-USB-Steckdose finden, oberhalb eine 230 Volt Steckdose und eben auch die Vorbereitung für die 12 Volt Steckbuchse. Diese Rundsitzgruppe eignet sich hervorragend für Menschen, die gerne in geselliger Runde auch mal Karten spielen möchten oder einfach auch mal ein Schwätzchen halten und gleichzeitig einen Rundumsichtblick haben wollen. Hinter der Rundsitzgruppe zum Heck hin gibt es beiderseitig einen Schrank, einmal mit Ablagefächer und auf der anderen Seite für Hängeware. Und damit Sie auch in dieser Rundsitzgruppe gut Musik hören können, nicht auf Musik verzichten müssen, gibt es oben im Dach angebracht einen Lautsprecher, der auf das Radio vorne im Armaturenbrett mit angeschlossen ist. Die Tischplatte kann man auch in sich in alle Richtungen verschieben. Außerdem ist dieser Tisch absenkbar. Wir haben es ja vorher schon erwähnt, man könnte hier auch einen weiteren Schlafplatz eben draus bauen. Und dazu müssen wir dann diesen Hebel betätigen und können somit den Tisch nach unten absenken, der dann eben für diese Umbaumöglichkeit auch benötigt wird. Unter der Rundsitzgruppe haben sich die Techniker der Firma Benimar tatsächlich noch viel Stauraum einfallen lassen, der auch echt gut nutzbar ist. Ich stehe ja jetzt gerade in dem rückwärtigen Bereich, das normalerweise der Laderaum wäre. Dann sehen wir in Fahrtrichtung links einmal den Gasboiler der Firma Truma, der eben das warme Wasser erzeugt. Und eben auf der rechten und linken Seite dennoch genügend Staumöglichkeiten für alle Dinge, die Sie mitnehmen möchten. So, senken wir nun mal das über der Rundsitzgruppe befindliche Hubbett ab. Geht doch recht zügig. So. Und dann sehen wir, man könnte also tatsächlich unten eine Person schlafen lassen. In dem hinteren Bereich ist es ideal. Und oben auch noch zwei Personen. Auch hier gibt es wiederum Lattenrost und diese Ausfallschutzsicherungsnetze. Und natürlich selbstverständlich auch eine Leiter zum ins Bett kommen. Das Heckbett ist dann wieder mit 230 Kilo belastbar. Sollte eigentlich für zwei Erwachsene gut reichen. Das Bett hat dann die Abmessung von 1,92 Meter zu 1,40 Meter und im schmaleren Bereich abfallend auf 1,25 Meter. Das heißt, man liegt natürlich mit dem Oberkörper immer auf der breiteren Stelle und bei den Beinen ist man ja eh etwas schmaler. Dann funktioniert das sehr gut. Im Badezimmer sehen wir jetzt nun die Thetford Kassettentoilette. Den oberen Bereich kann man wie bei vielen Kassetten einfach schwenken. Zur Wand hin haben wir das Bedienpanel von Thetford mit dem blauen Punkt, ein aufgesetztes Waschbecken mit Einhebelmischer. Dann gibt es in diesem Badezimmer schönerweise auch ein Fenster und ganz oben noch eine Dachluke, die man öffnen kann, um eben den Wasserdampf auch aus dem Badezimmer rauszubekommen. Oberhalb des Waschbeckens haben wir wieder Spiegelschränke. In der Duschkabine als solches sehen wir oben ein abklappbarer Handtuchhalter, Duschkabine mit Trenntüre. Auf dem Boden der Duschtasse sehen wir noch den Holzduschrost. Sinnig angebracht ist auch die Garderobe im Benimar Mileo M282 mit einem Spiegel und eben zwei Benimar im Logo gehaltenen Haken. Das Fahrerhaus ist eben typisch Fiat, auch in diesem Fahrzeug eben mit Multifunktionslenkrad, mit Tempomat, mit Airbags, Fahrer- und Beifahrerseitig, mit Flaschenfach unterhalb der Bedieneinheit, das Multimedia-Radio. Also in der Zusammenfassung noch einmal die Ausstattungsvariante des Benimar Mileo M282, so wie er hier steht. Hat er die 2,3 Liter Maschine von Fiat mit der 140 PS Motorisierung des Euro 6 und eben des 3,5 Tonnen Chassis. Dann ist in diesem Fahrzeug als weiteres Zubehör eine AGM Aufbaubatterie mit 95 Ampere, eine Rückfahrkamera, ein sogenanntes Starter-Set besteht aus CEE-Adapterkabel, aus Auffahrkeilen, Kabeltrommel, WC-Chemie, Warnset, Verbandskasten, Warndreieck und Warntafel sowie einmal eine 11 Kilo Gasflasche mit dabei. Das DAB Multimedia Radio ist in dem Fahrzeug verbaut und wie man eben auf dem Dach auch sieht, eine Solarpaneele mit 130 Watt inklusive Laderegler und die vollautomatische SAT-Anlage mit einem Fernseher inklusive DVD-Laufwerk. In dieser Ausstattung, wie hier gezeigt wurde, kostet das Fahrzeug 69.050 €. Zuzüglich der Nebenkosten wie Fracht und eben Erstellung der Fahrzeugdokumente. 1.890 € kommen dann da noch oben drauf.